Ihr wollt wissen, warum ich hier mit Feuerwerk romantiere? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ihr fragt euch bestimmt, warum ich hier vorne rumhänge, aber es ist wieder Fixmus. Ja. Es gibt Geschenke. Wahnsinn! Auch wenn es das gleiche Event ist wie beim letzten Mal, möchte ich doch einmal sehen, ob alles wieder läuft. Ob wir vielleicht noch ein paar Container aufbauen sollten für unsere Schneebälle, weil ich glaube, auch wenn wir sie nie genutzt haben, die 1,3 Millionen sind einfach nicht genug. Wir brauchen mehr. Und wir können wenigstens mal gucken, ob wir wissen. Der baut mich auch so komisch aus. Egal. Ob wir was Neues im Adventskalender haben. Oder von mir aus auch was Altes. Aber Hauptsache, was im Adventskalender. Adventskalender. Genau. Und dann schauen wir doch da als erstes rein. So. Da haben wir heute den 2. Dezember. Das heißt, da wir gestern kein Video hatten, muss ich heute die 1 und die 2 aufmachen. Aber wo sind die? Die 2 habe ich. Aber wir wollen doch nicht mit der 2 anfangen. Wir wollen doch mit der 1 anfangen. Ja, super. Die 1 ist wieder das Schwierigste. Hier ist die 1. Okay, wir haben 100 Geschenke. Brauchen wir eigentlich nicht. Immer genug schon. Und wir haben eine 2. Ja, eine 2 gibt. Auch die brauchen wir eigentlich nicht. Was ich halt interessant finde, sind diese super Dingsbums. Schüsselapeng-Oszillatoren. Ja. Also, wir wollen einmal sehen, ob wir mal wegschmeißen. Auch die Geschenke, die hier überall rumliegen, ist einfach nur unnütz. Für uns. Weil wir müssten theoretisch hier unten alles Mögliche bauen. Damit hier oben... Ah, der Penis ist wieder da. Und da... Unser Penis hat eigentlich geschwimmen. Da müssen wir noch drin, um mal zu planen. So. Penis ist wieder in Ordnung. Okay. Ich sehe hier auf jeden Fall 2 gelaufen und wenn 2 gelaufen, heißt das, oh, guck mal, die Dinger sind auch grün und es funktioniert. Da flog gerade eine Rakete. Das heißt, wir haben eine Chance, dass diese Dinger hier diesmal voll werden. Wahnsinn. Wir machen Feuerwerk. Ist das nicht toll? Das heißt, wenn ich jetzt hier runtergehe, finde ich ganz viel Zeug, was noch gebaut wird. Plumps. Ich sehe da unten Geschenke laufen. Ich sehe da Geschenke laufen. Ich sehe da 2 gelaufen. Hier sehe ich nichts laufen. Doch, ich sehe Zuckerstangen laufen. Hier läuft nichts, weil ich es nicht verbrauche. Okay. Was haben wir hier? Da ist eine Schleife. Wunderbar. Das heißt, oben alles wird wieder voll. Perfekt. So soll das sein. So stelle ich mir das vor. Da ist ein Geschenk im Weg. Haben wir was Neues? Abgeschlossen. Schwefel. Schwefel haben wir nämlich abgeschlossen. Weil hierfür fehlt uns noch Zeug. Wir müssen mal langsam bauen, damit wir die machen können, damit wir die endlich da hinten produzieren können. Aber wir sind ja dabei. Dann fliegen wir doch jetzt mal rüber zu unserem Weihnachtsbaum. Gucken, ob da Dinge passieren. Hallo Zug. So,
sowas macht mich ja schon irgendwie happy, wenn die Sachen dann nach dem ganzen Jahr, naja, fast dem ganzen Jahr, ging ja bis irgendwo Mitte Januar oder so, über hinein, wenn die nach dieser ganzen Zeit auf einmal doch wieder funktionieren. So, da ist unser Eingang. Das war. Nee, nicht runterfallen. Ja, hier hin. Hoch. Rüber. Okay. Das stockt ganz schön. Das heißt, das geht auch da drin gut weiter. Einmal hier runter. Und dann reinschauen. Und ansonsten gucken wir uns an, warum mal wieder die eine Produktion stoppt. Ich höre hier, auf jeden Fall, ich sehe hier, da wird Schnee produziert. Ja, fast wie in Kolumbien hier. Wunderbar. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Hier oben habe ich einiges immer noch nicht angeschlossen. Aber keine Angst, das werde ich euch nicht antun. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt mache. Weil hier funktioniert alles, da kommt der Schnee an, da gehen die Bälle durch. Es ist wunderbar. Ja, ganze Menge Schnee. Und Bälle laufen, und Bälle gehen dahin. Bälle gehen dort rein. Bälle gehen dort rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo hier. Da sind Bälle. Voll. Ist denn hier Schluss mit Bälle? Okay, die Reihen müssen voll sein. Die Reihe kommt rein. Dann gucken wir mal. Ja, theoretisch diese irgendwann hinten sagen, nö, kein Bock mehr. Ja, okay. Die, die da reingehen, kommen von dort. Die kommen von dort. Ah, okay. Hier passiert was. Da kommen Bälle rein. Perfekt. Wir haben wieder Schneebälle. Wunderbar. Das gefällt mir. Wir haben wieder Schneebälle. Schneebälle können arbeiten. Da gehen Schneebälle. Gehen Schneebälle dahin. Gehen sie ja raus. Habe ich die außen runterlaufen lassen, damit sie unten in den Container gehen? Auf jeden Fall, hier funktioniert alles. Da geht schon der Schnee rein. Das geht in die Richtung. Gott, ey, ich blicke ja schon nicht mehr durch. Haben wir denn hier irgendwie eine schöne Ansicht, wo man viel Schnee sieht? Oh, hier unten könnte ich noch Bänder machen, um den Schnee noch mehr dahin zu kriegen, aber ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich was hinmachen soll. Ist ja toll. Hier geht die Pakete durch und dort kommt Schnee raus, richtig. Ja, langsam. Da hinten geht Schnee hoch. So, passt auf. Machen wir. Da ist viel Schnee. Ich mach mal ein paar Bilder. Vielleicht wird daraus ein Thumbnail und die ganze Folge heißt fast wie in Kolumbien. So, und der hier ist voll. Aber wir haben oben noch ein paar, die gefüllt werden können. Das heißt, ich muss hier unten noch nichts hinpacken. Da kann ich aber nochmal drüber nachdenken, ob ich das möchte. Warum ist dort ein Loch in der Wand? Hier ist... Das ergibt keinen Sinn. Ich möchte hier kein Loch in der Wand haben. Da kommen da Viecher rein. Ihr wisst doch, dass ich Viecher nicht mag. Ah, ist doch super. Das läuft alles wieder. Ich bin so happy. So, und jetzt, wenn wir schon mal hier sind, eine kleine Unterbrechung zu unserem Atomkraftwerk. Da haben wir heute mal wieder unsere Phase 4. Gucken wir uns an, was da wieder Sache ist. Hier.
runter durch. Ja, auf Geschenkejagd gehen wir auch nicht. Wir haben ja alles. Uns geht's gut. Wir haben alles. Wir können uns nicht beschweren. Das Leben ist schön. Und ich meine, wir sind Deutsche. Wir haben es garantiert versucht, uns zu beschweren. Entschuldigt der aber nicht. So, schwere modulare Rahmen sind ein Problem. Wie hatte ich dieses Problem denn? Dementsprechend kriegen wir diese Steuereinheiten nicht. Und ja, wie hatte ich dieses Problem dann beim letzten Mal gelöst? Das Problem geht dort rein. Das geht. Eieieiei. Moment. Die schweren modularen Rahmen kommen dort lang, gehen dort lang, gehen da. Einmal überkreuzen. Hier hin. Du schickst schwere modulare Rahmen nach rechts, richtig? Jo. Aber hier kommen keine schweren modularen Rahmen an. Nur das Gleiche an. Ich hab eine Vermutung. Wobei, nee, die sieht eigentlich auch nicht so blöd aus. Das ist das, das ist das. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Eigentlich sieht das alles ganz gut aus. Der verteilt das schön. So. Dann gucken wir einmal im Lager, was wir an schweren modularen Rahmen haben. Weil offensichtlich kommen ja gar keine mehr an. Das heißt, da hinten passiert irgendwas nicht. Was mir nicht gefällt. Aber wir kriegen das raus. So. Wir gehen dahin. Ja, übrigens noch ein kleines Problem. Ich könnte schwören, ich habe zu wenig Manufacturing. Ne? Okay, hier kommen auch keine mehr rein. Ja, auch schlecht. Wie sieht es hier oben aus? Ist voll. Okay. Also, dann gucken wir mal, warum die nicht gebaut werden. Ich habe in meiner Liste noch einen drinstehen. Ich kann mich aber nicht entsinnen, 39 Stück gebaut zu haben. Von 21 weiß ich. Ich bin mir aber nicht sicher, wo die anderen 18 sind. Dass das passen würde. Deswegen müssen wir da noch mal so ein bisschen auf Forschung gehen, was ich denn da wieder gebastelt habe. So, Moment. Moment. Ich habe schwere modulare Rahmen. Ich habe die... ich habe eine Idee, woran es liegt. Die Dinger werden produziert. Oder wurden es zumindest, weil jetzt ist voll. Dann gehen sie hier hoch. Wir gehen hier rüber. Und sind hier... stuck. Alles Unbestimmte geht gerade aus. Yeah. Überschuss geht gerade aus. So. Stimmt. Die brauche ich ja gar nicht mehr, diese Druckumwandlungsdinger. Das könnte ich dann drüben auch mal ein stampfen, beziehungsweise stoppen, weil die müssen ja jetzt nicht mehr produziert werden. Denn ich habe ja genug Nuklearpasta gemacht. Ohne Nuklearpasta brauchen wir die Container nicht mehr. Ohne die Container haben wir mehr von den anderen Dingern. Wo seid ihr? Druckumwandlungsbehälter. Nee. Nee. Ja, Druckumwandlungsblock. Stopp. Du haust keine mehr raus. Dann du. Du brauchst die verschmolzenen Rahmen. Was brauchst du hier? Du brauchst die Dinger nicht. Sehr gut. Du brauchst die Teile. Du brauchst aber auch Aluminium. Egal. Brauchen wir nicht, weil die sollen gar nicht mehr produziert werden. Brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Er kann von mir aus, ist mir Latte? Ist mir auch Latte. Hier, so soll das aussehen hier. Alles voll, immer schön hier ballern. Heute ballern.
Immer raus damit. So. Ja, das Ganze geht dann wieder da zusammen. Das heißt, die ganze Motorenfabrik, die ist eigentlich einfach ganz schick geworden. Da ist ein Kasten, aber er ist nicht ganz so kastig, wie der Kasten hätte sein können. Habt ihr verstanden, was ich meine? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Wenn ihr schon sowieso da unten seid, drückt doch mal auf den Abo-Button. Wäre auch sehr geil. Dankeschön. Holy crap. Nee, runterfallen? Ja, ja, misch noch ein bisschen. Ist mir egal. Du misch dich jetzt hier mit den Motoren. Die Motoren, die stehen hier auch an. Leute. Das Einzige, was ich jetzt noch ausprobieren muss, oder herausfinden muss, denn mein ganzes komisches Lagersystem. Ich meine, die Druckteile müssen ja jetzt stumpf hier rumlaufen. Ja, die haben ja keine andere Chance, als irgendwie da durch. Immer weiter nach hinten. Das ist gut, er geht sehr weit vorne ins Rennen. Ja, ja, nicht an erster Position, nicht die Pole Position, aber akzeptabel. Heißt, ihr mischt euch da dazwischen, genau. Will ich nur wissen, ob die Blöcke auch schön geschreddert werden. Guck mal, da läuft das weiter. Oh, ihr lauft super dahin. Schön macht ihr das. So, jetzt müssen wir herausfinden. Weil dieser ganze Feta-Mechanismus. Richtig, der ganze Feta-Mechanismus funktioniert. Mich wäre interessant, gehen die hier rein. So aus, als würden die direkt drüber laufen. Was mir gefällt, weil dann funktioniert das wenigstens. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier durch die Tür. Gott. Das ist richtig. Da war doch einer. Da war doch auch wieder einer. Da. Ja, perfekt. Okay, sie kommen hier hinten an, werden geschreddert. Easy. Ich mache 8,5 Millionen Punkte pro Minute. Leute. Und ich brauche 42 Millionen Punkte. Das ist ja nicht wirklich. Also gehen wir jetzt mal von 50 oder so aus. Dann sind das 10, 12 Minuten sowas. Oh, meine, das steigert sich natürlich. Und hier ist ganz morgen gehen ab. Eigentlich nicht, aber egal. So. Das hat schon mal funktioniert. Also. Der Fix war gar nicht so schwer. Wie ich gedacht habe. Da sind auch schon die ersten zwei wieder rausgegangen. Bam! Leute, so geht das. Keine Ahnung, keine Angst. Ich habe heute Morgen nichts Seltsames getrunken, gegessen oder sonst irgendwas. Ich weiß auch nicht, warum ich heute so hyped bin. Aber vielleicht, weil es ist Fixmas. Freut euch doch mit. Wir haben Feuerwehr. Ich muss eigentlich nochmal tun, um Feuer weg zu. Das sieht immer noch witzig aus. Herr Spielkind, es wurde nie behoben. Es ist exakt das gleiche. Immer noch. Und funktioniert. Ich finde es schön. Das ist herrlich. Brauchen wir die Dinger eigentlich hier irgendwo für? Hey, haben wir auch schon alles. Ah, super, komm. Nee. Müssen wir dafür den Zünder in die Hand nehmen? Habe ich den Zünder überhaupt dabei? Oh. Ja. Wo willst du denn da, wo ich nur noch nicht dabei? Nicht irgendwo drüben. Habe ich hier noch einen? Lagerraum. Komm mal. Vielleicht wird das heute eine deutlich kürzere Folge, wenn ich. Wo sind wir? Jetzt ist auch. Gut. Das ist kein Zünder. Das ist ein Gewehr, aber kein Zünder. Das ist auch kein Zünder.
Hallo, Ausrüstungswerkstatt. Hm. Ich zeige nur Dinge, die ich machen kann. Bello. Zünder. Novelist-Zünder. Was fehlt mir? Ein Objektscanner. Kann ich einen Objektscanner machen? Was fehlt mir? Schrauben. Waren hier vorne Schrauben drin? Hallo Objektscanner. Das heißt. Ja. Am Ende wird eine Kabel oder sonst irgendwas da drüben. Okay, Kabel vielleicht nicht, aber. Das Metallzeug wird mir fehlen. Was packen wir uns denn beiseite? In letzter Zeit habe ich selten die Kettensäge gebraucht. Wunderbar. Also. Wir fangen hier an. Nee, nur noch falsch. Wir brauchen einfach nur den hier. Dann haben wir das mit. Wir haben Süßes, Schickes und Funkelndes. Also. Hier unten packen wir uns ein Hier packen wir uns. So, Feuerwerk hin. Naja, wenn ich jetzt so viel Quatsch mache, wird die Folge auch nicht wirklich kurz, ne? Ja, komm, wir machen das ein bisschen kürzer. Man kann nicht so viel Quatsch. Ein bisschen Quatsch erlauben wir uns. So. Das war das schicke Feuerwerk. Dann nehmen wir das funkelnde Feuerwerk. Das funkelt sich hier so ein bisschen hoch. Was halte ich davon? Ab und zu muss ja so eine Quatschfolge auch mal sein, oder? Als Kraftwerk, das dauert ein bisschen sehr lange und da hoch. Da hoch. Da können wir doch auch zwischendurch mal ein bisschen runterfallen. Und sagen, wir hätten gerne da noch einen. Da stellen wir uns hier hin. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Das süße Feuer. Der süße Feuer, ne, ist hier. Süß. Nein. Nein. Ja, übertreiben wir schön ein bisschen. Ja, doch eine halbe Stunde. Spaß hier.
seid mal ehrlich, wir sind alles kleine Kinder, oder? Wir spielen noch mit Computern. Deswegen. Ist das alles okay, was wir hier machen? Weil wir es so wunderbar in uns haben. Ihr habt eine Ahnung, was es wird, oder? Ich frag ja nur so. Schaut auch gerne in die Kommentare ein Facepalm-Emoji oder sowas. Oder ein Feuerwerks-Emoji. Das sieht gut aus. So, jetzt müsste es Nacht werden. Nacht wäre toll. Nacht wäre mega toll. Aber sieht gerade nicht so aus, ne? Wie dauert das denn? Obwohl? Ah, okay. Hängt noch ziemlich hoch, der Kollege. Will ich darauf warten? Wollen wir darauf warten? Ach komm, wisst ihr was? Ist doch egal. Warte. Ah, Feuerwehr! War weniger lustig, als ich gedacht habe. Ja, And on that bombshell, it's time to end the show. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Beim nächsten Mal geht's mit dem AKW weiter. So, und damit macht es gut, Käffchen.